Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Tomodachis, zu Jurassic Park The Game. Wir gehen jetzt Episode 2 an, die Kavallerie. Und ich würde sagen, wir starten das Ganze mal. Und da schimpft er. Und da rennt er weg. Und los geht's. Willst du ein neues Spiel beginnen, wodurch du bla bla bla? Ja. So. Episode 2, die Kavallerie. Let's go. Ich hab Bock. Und ich liebe Flugsaurier. Und ich liebe vor allem diese ikonische Musik von Jurassic Park. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht, Leute. Nach Episode 1. Also, hab Bock, ey. Das kennen wir bereits. Von Costa Rica. Hey, Jonas, sieht aus, als ob der Sturm hier alles auseinandergenommen hat. Wir sollen die Leute hier nicht vor dem Sturm retten, Dike. Na klar, weiß ich doch. Wer ist denn jetzt noch alles auf der Dino-Insel? Oscar, du hast die Liste. Sag Dike, was wir hier genau tun sollen. Er hat schon wieder ein Briefing verschlagen. Suchen und retten. Biogenetikerin Dr. Laura Sorkin, Gentechniker David Banks, Hackier Jerry Harding, Jessica Harding und eine nicht identifizierte Frau, die... Warte, das ist gerade was vor. Ja, auf der Arbeit war wohl verfüttere deine Tochter Tag. Nur gut, dass sie mich geschickt haben, um sie zu retten. Riesige fleischfressende Dinosaurier oder Willi Yoda. Ich weiß nicht, was bedrohlicher klingt. Team Bravo, ihr Alpha Dog. Wann kommt ihr voraussichtlich am Besucherzentrum an? Over. Wir sind hier, wo seid ihr? Oder Helm. Das reinste Schlachtfeld. Keine Spur von Überlebenden. Over. Nur noch unsere Runde. Auf dem Weg zur Landezone. Ankunft mit circa 10 Minuten. Ende. Hey, hey, Dike! Nicht so schnell! Ja, wir wollen jetzt noch einen Dinosaurier sehen, Hammer! Sag ihm, wir kommen! Aber erst, wenn ich ein paar Dinosaurier gesehen habe! Auf keinen Fall! Wir sollen unser Besucherzentrum mit Team Bravo treffen! Wenn ihr Spinner Dinosaurier sehen wollt, kauft euch ein paar Mal! Das ist vielleicht etwas zu kompliziert für Yoda! Wie sieht's aus, Billy? Schaffst du es nicht über die Reiter zu malen? Hör zu, Ingen will, dass wir die Überlebenden so schnell wie möglich finden und wieder verschwinden. Das ist alles. Da liegst du falsch, Dike. Dino-Stiefel, Alphasaurier, Höhlenmensch. Alphasaurier, Höhlenmensch. Ingen hat nämlich auch ein paar Höhlenmenschen zum Leben erweckt. Die müssen wir auch finden und finden. Oh, verstehe. Ich bin eigentlich hier, um zwei Höhlenmenschen abzuwerfen. Jetzt ist alles klar. Nach Vorschrift, verletzte Gefühle, Höhlenmensch-Meme. Oscar, welche ängstliches Baby auf die Drogen setzen kann ich haben? Alpha, bitte kommen. Team Bravo wurde ausgeschaltet. Sind im Dschungel. Mehrere Angreifer. Ich trete den Rückzug. Los, los, los! Der guckt aber grimmig, der Bruder. Los, los, los! Diese Übermaskulinität. Hey, wir müssen uns gegenseitig fertig machen. Einfach nur klasse. Oh, Fallout-Farben. Blau-Gelb. Die kleinen Pupsen. Was zum Teufel? Oh, Chris Redfield von Resident Evil. Sieht wirklich ein bisschen so aus. Nee, finde ich überhaupt nicht, Pranke. Und jetzt halt's Maul. Will die Story genießen. Lass den Motor laufen, damit du uns jederzeit hier rausholen kannst. Roger. Ich will auch die Story genießen. Hat aber wirklich ein bisschen was von Resident Evil, ne? Die landen da mit dem Helikopter, alles ist für den Arsch. Ohne jetzt zu sehr Leute zu spoilern, die vielleicht bei Resident Evil noch nicht so bewandert sind, aber das ist so mitunter ein Element, auf jeden Fall, von Resident Evil. Das nenne ich mal einen Fußabdruck. Ja. Onkel Jo war hier. Liebe Grüße an der Stelle an Joachim Hesse.
der es sowieso nie sehen wird, aber egal. Toller Typ, guckt bei ihm auf jeden Fall auf Twitter vorbei und im Stream. Super unterhaltsamer Mensch einfach, super cooler Typ. Mann, das sind vielleicht heftige Betäubungspfeile. Ach, geht so, ne? Super heftig, sagt er. Super heftig. Ja gut, dann... Oscar, Gaza ist tot, aber das waren definitiv keine Dinosaurier. Sieht aus, als wurde er erschossen. Vielleicht gab es ja einen guten Grund, ihn zu erschießen. So, wo können wir denn noch hin? Dahin erstmal? Ich sag ja, so ein bisschen so ein Resident Evil / Dino Crisis Szenario, dadurch, dass wir jetzt hier in Jurassic Park sind. Sieht aus, als wurde der Hubschrauber abgeschossen, als er abheben wollte. Mhm. Sonst noch was? Ja, der Kollege da. Verdammt, Linares. Den man leicht übersehen kann. Worauf hast du geschossen? Ist nicht mal in Deckung gegangen. Billy, komm rauf hier. Billy, komm rauf hier. Ja, ja, sofort. Ich will erst mich noch weiter umgucken. Volles Arschloch eigentlich, ey. Anstatt auf seinen Teamkameraden zu hören. Viele kleine Dinospuren. Aber ich sehe gar keine. Hier sind überall Patronenhülsen. Aber kaum Spuren von feindlichen Geschossen. Hm. Und sonst noch irgendwas Oberwichtiges hier in diesem Fenster? Nee, ich glaube nicht. Okay, gut, dann jetzt unserem Kollegen. Ich weiß nicht, was... Lasst mich in Ruhe, verdammt! Lasst mich! Was zum Teufel? Vargas! Ich würde sagen, rein da. Die Kev, wir gehen rein. Pass gut auf da draußen! Weil no risk, no fun. Und jetzt muss ich wieder darauf achten, ne? Quick Times und so. Was zum Teufel ist mit euch passiert? Es war nicht meine Schuld. Wir konnten sie nicht sehen. Nur ihre Augen. Komm jetzt raus, Vargas. Ich schaue, ob es einen anderen Weg gibt. Ja, let's go. Hör auf mit dem Scheiß, Vargas. Raus aus dem Licht, sie werden euch sehen. Da rennen sie, die Kleinen. So Sweeties. Und noch mehr kleine Pupsis. Einfach mal random zurücktreten. Das ist ein Befehl. Wir draußen am Strand sind wir leicht gebeutelt. Wir müssen uns schützen. Was glaubst du, was du da tust, Vargas? Echt mal, Vargas. Was machst du denn da, Alter? Und er schießt halt einfach, ne? Also, der andere Kollege. Ich habe Überwachungsmonitore gefunden. Mit den Kameras kann ich ihn suchen. Sprich mit mir, Yoda. Wo ist er? Ich kann Vargas nicht sehen. Sorg dafür, dass er sich bewegt. Ich hole ihn mir. Feuer! Ich brauch deine Augen, Yoda. Ich kann Vargas nicht sehen, es ist zu dunkel. Oh! Ich brauch deine Augen, Yoda. Das hätte ich jetzt gerade fast verkackt, Yoda. Wo seid ihr? In den Bäumen? Zeig das! Was zur Hölle? Yoda, ich sehe hier draußen nicht. Check die Monitore. Kannst du irgendwas erkennen? Rechts hinter dem Felsen, Ding. Oh, das war zu spät. Da ist der Kollege Schnürschuh. Yoda, wo ist Vargas? Er versteckt sich. Sorgt dafür, dass er sich bewegt.
Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe das ganze Szenario jetzt nicht so ganz gerade. Wow, guter Schuss. Wo ist meine Waffe? Wir werden angegriffen. Komm zurück. Lasst mich in Ruhe, verdammt. Oh nein! Ich hab mir gedacht, oh fuck ey, ich hab echt... Wie? Ich muss den also abschießen. Weil ich dachte mir gerade ehrlich, ich schieß den nicht ab. Vielleicht können wir den beruhigen. Ich dachte mir, nicht einfach jetzt A drücken. Aus der Erfahrung auch heraus aus Episode 1, wo ich den Typen bei B halt direkt umgenockt habe, indem ich dem eine geschmiert habe. Ich meine, ja gut, machen wir das halt nochmal. Wie gesagt, ich hätte gedacht, okay, vielleicht kann man den Dude einfach beruhigen oder irgendwie anders, keine Ahnung. Naja. Und auch, dass man jetzt mit den Konsequenzen nicht leben muss, ist ein bisschen schade, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Besonders deshalb, weil das Spiel auch von 2011 ist und ja, da nehmen wir es einfach so, wie es ist. Machen wir es nochmal. Meine Waffe. Wir werden angegriffen. Komm zurück. Na, diesmal drücke ich ab. Lass mich in Ruhe, verdammt! Wer seid ihr? Lasst mich in Ruhe! Oskar! Zurück! Heilige, was zum Teufel ist mit ihm passiert? Hey, hey, Vargas, sieh mich an! Stimmt nicht mit dir. Was ist mit den anderen passiert? Und was ist mit dem Helikopter passiert? Fragen wir erstmal das hier. Wer hat den Hubschrauber runtergeholt? Du selber? Die verdammten Kommunisten wollten ihn stehlen. Sie sind schlau, aber ich habe sie aufgehalten. Welche Kommunisten? Außer uns ist doch niemand hier. Oskar, wir müssen rausfinden, was mit Vargas passiert ist. Ihm irgendwie helfen. Vergiss es. Er ist verrückt geworden. Sicherheitszentrale. Vielleicht ist was auf dem Weg. Durchhalten, Vargas. Hey, da hinten ist noch ein Überwachungsmonitor. Vielleicht findest du was auf den Videobändern. Wir sollten gehen. Wir können ihn doch nicht einfach so zurücklassen, Mann. Wenn wir rausfinden, was passiert ist, können wir ihm vielleicht helfen. Ja, ich schätze, ja, diese vielleicht. Kamera war länger nicht in Betrieb. Okay, Team Bravo ist vor höchstens 30 Minuten hier angekommen. Schauen wir uns das hier mal an. Nichts. Direkt die Aufnahme am Checken, weißt du? Nichts los hier. Siehst du das da? Was ist das? Keine Ahnung. Aber schau dir das mal an. Wer zum Teufel ist das? Ah. Ich schätze, das sind die Hardings. Also ist die Frau da gerade mit unserer Kohle abgehauen. Interessant, dass die quasi diese Dinos, genau die, los. Seit Episode 1 eigentlich immer so in Silhouetten halten. Und Entschuldigung, dass ich dazwischen quatsche, aber das wollte ich jetzt gesagt haben. Und es ist manchmal echt schwer, in diesem Spiel zu kommentieren, gerade weil eben so viel passiert und weil so viel gesagt wird. Und das wollte ich jetzt loswerden. Ich will die Silhouetten-Dinos richtig sehen. Okay, hier geht's weiter. Sehr schön, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass Sie so mir schnell... Zu. Wer auch immer Sie sind, Sie müssen uns zum Besucherzentrum zurückbringen. Sehen. Sie haben ja keine Ahnung, was hier draußen los ist. Ich kenne mich hier aus. Ich brauche Sie nur, um uns vor diesen Kreaturen zu beschützen. Tatsächlich? Und wie soll ich das bitte anstellen? Die Elektrozäune sind aus. Die Dinosaurier können frei auf der Insel herumlaufen. Niemand ist hier sicher. Ingen-Rettungsteam Alpha an Dr. Jerry Harding. Das Besucherzentrum wurde offenbar angegriffen. Wenn Sie immer noch da draußen sind, wir sollten vielleicht versuchen, eine Spur zu hinterlassen. Jess, das reicht. Wenn Sie wollen, dass wir uns von den gefährlichen Raubsauriern fernhalten, muss ich wissen, wo wir hingehen. Norte. Nach Norden? An die Küste, warum? Geht Sie nichts an.
Ja, was weiß der Spieler? Was wissen die Ingame-Charaktere, ne? Wir wissen ganz genau, warum sie dahin will. Sie sind verletzt. Lassen Sie mich helfen. Largate! Wir machen hier kurz Pause. Wenn wir anhalten, muss ich ein Feuer machen. Das hält die Dinosaurier fern. Meinetwegen. Bleiben Sie in Sichtweite. Siéntate. Kann ich irgendetwas tun? Bleib in der Nähe. Wäre halt auch schön, wenn man für ihr Spanisch nochmal extra eine deutsche Übersetzung hätte. Also so für alle wie mich, die, wie man ja aus Episode 1 weiß, keine Silbe... Na gut, das stimmt bei mir nicht ganz, aber ich kenne nur El Bocadillo und... Oder El, ja doch, El Bocadillo. Und das war's und ja, keine Ahnung. Wäre halt schön, wenn man wüsste, was die labern. Sind diese Beeren essbar? Oder sie? Ich hab Hunger. Halt. Diese Pflanze ist giftig. Schon eine Handvoll von ihren Beeren kann einen erwachsenen Mann töten. Aber sie sehen so lecker aus. Nur ein paar werden mir bestimmt nicht schaden. Jess! Nee, Giftbeeren schaden nicht. Absolut nicht. Gönn dir. Dad, hier sind ein paar frische Dinospuren. Ganz kleine, wie von einem Huhn. Wahrscheinlich nur ein Compsognathus. Ich habe viele unterwegs gesehen. Keine Sorge, sie sind relativ harmlos. Naja. Ich würde sagen, harmlos ist nett ausgedrückt, du. Hey Dad, sind diese Beeren essbar? Wahrscheinlich nicht. Am besten halten wir uns von allem fern, was wir hier finden. Na? Diese Pflanze sieht komisch aus. Hey, bleib in der Nähe. Bleib in der Nähe. Darum gehe ich da hinten auch noch nicht hin. Oder doch? Hey, Dad, hier drüben sind ein paar Eier. Sind die vielleicht von Dinosauriern? Eier? Nein. Auf der Insel leben doch nur Dinosaurierweibchen. Lass sie trotzdem in Ruhe. Wir haben schon genug Probleme. Da brauchen wir nicht noch eine wütende Vogel- oder Echsenmutter. Das ist halt auch so sympathisch, ne? Dass die Leute wirklich der Meinung sind, yo, wir züchten das hier einfach so, dass wir nur Weibchen haben. Wir spielen Gott. Und am Ende des Tages wissen wir, wie das lief. Als Zuschauer. Was? Was? Nichts. Abstand halten, ja? Mensch, die ist aber auch eine Ziege, du. Können wir sonst noch irgendwie... Funkgerät. Was haben Sie mit dem Funkgerät gemacht? Warum? Willst du irgendjemanden anrufen? Nein, ich habe mich nur gefragt. Musste ich nicht fragen. Ich habe es hier. Also, warum wollen Sie nicht mit dem Rettungsteam mitkommen? Sind Sie eine von diesen radikalen Umweltschützern oder so? Hat InGen vielleicht eine Akte über Sie angelegt? Die haben Besseres zu tun, als Akten über Leute wie mich anzulegen. Jetzt sei doch mal nicht so, Mensch. Geht's Ihnen wirklich gut? Der Biss sah ziemlich schlimm aus. Normalerweise arbeite ich mit Tieren, aber mit erster Hilfe kenne ich mich gut aus. Ich würde mir Ihre Verletzung gern genauer ansehen, wenn Sie mich lassen. Mir geht's gut. Wir müssen die Wunde säubern und verbinden, damit sie sich nicht entzündet. Wenn Sie uns zum Besucherzentrum zurückbringen, kann ich Ihnen Antibiotika besorgen. Hey, Kleine! Ja? Auf einigen dieser Bäume wachsen Früchte, die wie kleine Blaubeeren aussehen. Bring mir ein paar davon. Okay. Jess übrigens. Was? Jess. Ich heiße Jess. Okay, Jess. Bring mir die Beeren. Sie werden mir helfen. Sie werden mir helfen. Sprich mit Gary. Du bist ziemlich still, Dad. Ziemlich still, Vater. Ja, ich ist schon richtig. Hallo. Hallo, Spiel. Okay, jetzt nochmal aus Sicht des Vaters. Warte mal. Mit der Tochter interagieren. Die haben aber schon ziemlich viel Respekt. Aber ich meine, ja, sie hat halt eine Wumme, ne? Und zwar genau die da. Keine Dummheiten.